Hallo Leute und willkommen zurück im Bonuskapitel von Awakening, der schwarze Baum. Eigentlich sind wir ja mit der Bahn jetzt schon weitergefahren, aber wir haben auch noch unsere Sense und irgendwas können wir hier tun? Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir ihr auch noch... Ach, er ist ja wieder hier. Dann können wir uns das Kissen nehmen. Ach so, sie freut sich, weil er wieder da ist. Ja, dann haben wir das ja auch erledigt. Was mache ich aber jetzt mit all meinen Sachen hier? Ich nehme mal die Karte, dann weiß ich wenigstens den Ort, wo ich überhaupt hin soll. Okay, gut, dann gehen wir dahin, wo wir auch weitermachen wollten. Ach, das Kissen, klar, dann fällt er weich. Und wir können ihn losschneiden. Die Sense aber bitte weglegen. Oh, das geht mir auf die Nerven, dass ich die nicht zurücklegen kann. I swear by my ancestors' gemstones, I'll never come back here again. Ever! You've been wondering what it is you dream of. You know it is the future. That young woman is indeed your descendant. She shall be the light in the dark. Like you, she is destined to fight against the evils of our world. May you be a wise ruler, for she will depend on the support of her people as much as they depend on her. Du hast das Spiel in weniger als 6 Stunden abgeschlossen. Was? Was? Du hast keine Filmsequenz übersprungen. Nee. Nee. Ich habe auch bestimmt noch nicht alle Feen eingesammelt gehabt. Wieso ist das Spiel auf einmal vorbei? Ich nehme hier gerade seit einer Minute auf und habe hier meinen Tee mir hingestellt und wollte jetzt hier voll loslegen. Auf einmal ist das Spiel vorbei. Ja, okay, hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich hinten rangehangen an den letzten Part. Nee, ist klar. Okay, dann gehen wir mal raus hier. Gucken uns den Bonusinhalt an, würde ich mal sagen. Die Konzeptentwürfe. Damit man da auch noch mal einmal reingeschaut hat. Die sehen aber schon wie immer sehr fertig aus. Also, dafür, dass es Konzeptentwürfe sind. Aber, ja, das sieht schon... Ja, es ist schön. Also ich mag sowas echt gerne. So, was haben wir noch? Minispiele, Soundtrack, Hintergrundbilder. Könnte man sich hier auf den Desktop ziehen, was ich aber nicht tue. Außerdem mache ich so viele Screenshots immer, während ich aufnehme, dass das eigentlich unnötig für mich ist. Aber für andere auf jeden Fall bestimmt toll. Filmsequenzen, Handbuch. Weitere Spiele, Auszeichnungen. 20 Feen Profisammler. Aber ich habe nicht alle Feen, meine ich. Auf keinen Fall. Was ist denn Mörder? Du hast versucht, mit dem Rasiermesser schlafende Gnolle auszulöschen. Aber dafür kriegst du eine Auszeichnung. Diplomat, du hast den Wolfsgeist auf Anhieb dein Siegel gezeigt. Oh. Okay. Hätte ich natürlich auch gleich machen können. Du hast im Spiel nicht einen einzigen Tipp verwendet. Nö, das... brauche ich dann doch meistens immer mal so einen Tipp zwischendurch, wenn ich was vergessen habe, was ich wieder machen soll. Okay, das war's mit Awakening, der schwarze Baum, jetzt endgültig. Auch mit der mit dem Bonuskapitel. Ich fand das sehr schön, aber auch das Bonuskapitel endete für mich jetzt gerade sehr abrupt. Also das sah für mich überhaupt nicht nach einem Weg aus. Also wir waren jetzt da in diesem grünen Ding mit dem Wolf und ich dachte, ja... Da geht es jetzt zumindest noch einen Pfad irgendwie weiter, selbst wenn sie durch ein Tor schreitet oder keine Ahnung, sodass man halt weiß, okay, sie geht jetzt ihren Weg. Man sieht sie mit dem Pferd davon galoppieren, keine Ahnung, weiß der Henker, aber so in die Richtung. Aber das ist auf einmal zack, der Baum unterbrach auch gerade irgendwie so und deswegen dachte ich, oh, okay, jetzt geht's voll los hier und dann erklärte er nur kurz, hey, das ist übrigens deine Tochter. Also wir haben jetzt hier die Mutter von Sophia gespielt. Und das fand ich als Idee nicht schlecht. So haben wir die Vorgeschichte mal ein bisschen erfahren, auch über das Land, wie das früher lief. Und ich fand das Spiel sehr schön, nur ich fand es sehr kurz. Und ich fand es gut, dass das Bonuskapitel nochmal so viel ergänzt hat. Sonst hätte ich mich ein bisschen auch über das Geld geärgert, was ich dafür ausgegeben habe, weil... Wenn das dann echt nur irgendwie so 10 Parts geht, so ein Spiel, dann weiß ich nicht, ob sich das Geld dann lohnt. Gut, ich kaufe die Wimmelbildspiele eigentlich immer in der Aktion, nie Vollpreis, aber trotzdem. Also es
lieber ein bisschen länger warten auf den nächsten Awakening-Teil und dann so ein bisschen abgerundeter als so schnell fertig gemacht. So kommt es mir dann manchmal vor, als würden die halt auch immer kürzer werden irgendwie. Aber an sich sind sie ja immer noch schön. Aber ich frage mich, wie viele Teile da noch kommen. Also, ich weiß nicht. Eigentlich hat man ja jetzt schon so viel Awakening gespielt und erfahren. Aber mal gucken, vielleicht lassen die sich ja noch mehr einfallen an Story. Ich hatte sogar mal in einem Forum, also in einem ausführlichen Beitrag dazu gelesen, dass jemand meinte, die Sammler Edition würde sich nicht lohnen. Also von wegen das Bonuskapitel. Das kann ich überhaupt nicht so sagen. Ich finde eher, wenn man das nicht hat, dann lohnt es sich gar nicht, weil dann erfährt man kaum was und es ist voll kurz. Und ich glaube sogar, mittlerweile sind die Spiele dafür gemacht, dass man sich nämlich extra die Sammler Edition kaufen soll. Und so, dass man einfach, ja, das viel abgerundeter ist, wenn man das Bonuskapitel noch hat. Aber vielleicht ist es auch nur bei Awakening so, das kann ich schwer beurteilen, da ich jetzt auch nicht jedes Wimmelbild spiele, was rauskommt. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Part war jetzt mega, mega kurz, aber das wusste ich nicht, konnte ich nicht ahnen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Spiel und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.